Schaurig, furchteinflößend, mystisch ist der Auftritt der Krampusse und Perchten in Windhag bei Perg. Schnell vergessen wir, dass eigentlich unter der Maske Menschen stecken. In der Volksschule in Windhag verwandeln sie sich. Und er schnitzt die Kunstwerke aus Holz. Das ist jetzt schon was Aufwendiges, weil jetzt da der Bart in verschiedene Stufen geschnitzt ist. Da schnitzt man jede Ding knapp bis 7 Mal durch, bis man das hat. Aber ich sage, normale Krampusmassen zum Schnitzen zwischen 4 und 5 Stunden. Und bis alles zusammengebaut ist, sind es so 12, 15 Stunden. Es ist eigentlich eine Mischung zwischen einer Frau und einem Mann. Also sagen wir mal so dämonenmäßig. Ich bin normalerweise recht ein liebenswerter Mensch und da kann ich halt ein bisschen so meine böse Seiten ein wenig zeigen. Die Sicht unter der Maske hält sich in Grenzen und es ist heiß. Wenn du einen gescheiten Lauf hast oder einen brutalen Auftritt, dann bist du froh, wenn du rauskommst, dann trickert es dich an. Krampus vs. Percht. Den Unterschied sehen Kenner sofort. Beim Krampus ist es so, Krampus hat eigentlich immer das menschliche Gesicht und hat immer 2 Hörner, kann aber auch 4 oder 6 Hörner haben. Und beim Perchten ist es halt so, der Percht, der hat den großen Mund hat der, meistens immer alles Ohren, die 2 Witterohren und die 4 Bockhörner. Dann ist auch von der Kleidung hat sie zum Tor, der Krampus hat normal Glocken an, der Percht hat die Schellen. Der Krampus hat die Rute, der Percht einen Pferdeschweif in der Hand. Und den spüren wir dann bei den Beinen, denn er soll Glück bringen. Die Sicherheit bei den Läufen steht an oberster Stelle. Gegenseitiger Respekt ist wichtig. Da wird eine Obmann-Besprechung gemacht und da werden halt die Regeln ganz klar durchgegeben. Und ich meine, es gehört sich eigentlich eh nicht, dass man da voll zutrischt oder sonst irgendwas, weil es gehört einfach nicht dazu. Weil durch das, dass mich früher so gefürchtet hat, möchte ich schauen, dass man denen klären kann, dann ein wenig Angst nimmt, dass mehr Leute das verstehen, was wir eigentlich machen. Also ich bin immer ein Freund davon, dass ich hingehe, gebe einer die Hand, schaue, dass ich High Five gebe oder irgendwas, dann streichle ich das beim Gesicht oder fahre einer durch die Haare, spiele mit einer ein wenig Haum ins Gesicht ziehen. Und ja, wenn sie dann lachen, dann weißt du eigentlich, ja, du hast alles richtig gemacht. Trotz bösem Auftritt, sie sind die Guten. Und das ist wohl der Kleinste mit Maske. Mit 3 Jahren der Jüngste bei den Windhager Burgdämonen.